I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu Layers of Fear. Einem Spielchen, das ich eigentlich nie spielen wollte, aber es wurde mir mal wieder geschenkt und nachdem ich Soma ja so gut gemeistert habe, denke ich mal, kann ich mich so auch mal hier dran wagen, auch wenn es glaube ich kein Vergleich ist, weil Soma doch relativ ruhig ist, bis auf ein paar Stellen und Layers of Fear doch glaube ich eher ein bisschen krasser ist, allgemein mit der Psyche. Und ich glaube, jetzt sind auch Jumpscares bei, die ich ja nicht so sehr mag, aber gut. Ja, wir sind, ich weiß es nicht, wir sind ein Maler, glaube ich, genau, der, das war es auch schon, mehr weiß ich nicht. So, wir gucken uns mal um. Ich habe die, ich habe mein Licht nochmal ein bisschen umgestellt, oder, naja, an der Wand hier hängt jetzt. Vielleicht sieht es da jetzt ein bisschen besser aus, sonst war ich immer so von einseitig bestrahlt, deswegen, ja. Wir haben hier auf jeden Fall einen Hohlkopf für den Hund, denke ich mal. Da könnte auch ein Einkaufswagen sein. Ein kleiner Mini-Einkaufswagen. Was? Und runter zum Keller am dunklen, stürmischen Tag. Unsere drei kleinen Gauner wollen schauen, wer es wagt. Aha. Ich wage es nicht. Ich wage es nicht. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein. Da ist eine Ratte. Einfach so. Es gibt auch hier viel Text zu lesen, deswegen mal schauen, ob ich das überhaupt hinbekomme. Da haben wir schon mal ein irgendwas, ein Zeitungsausschnitt. Fängt ja gut an. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Caravaggio, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Andere vergleichen ihn mit dem Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von Raw ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlicheren Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid, enthüllte für uns exklusiv. Für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Ja, ich gehe mal einfach davon aus, dass wir das sind und dass es unsere Verlobte war oder jetzt vielleicht schon Frau. Ja, weiß ich nicht. Hier haben wir noch was zum Lesen. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Luft holen. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, Pesky, Pest, Schädlingsbekämpfung. Wir haben doch aber eine Ratte gesehen. Vielleicht ist es ja auch nur ein Haustier. Vielleicht ist das ja auch nur ein Haustier. Ein Hundehalsband. Longdale, Mulligan Avenue 7C. Unser Hund heißt Popkell. Popkell. Komischer Name für einen Hund. Ein komischer Name allgemein. Kann ich das anzünden? Nein. Ah. Ja, die Küche, die besuchen wir gleich. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht wirklich vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Okay. Ein Keller. Keller. Nein, kein Keller. Ganz, ganz viele Flaschen sehe ich hier auch, die auch zerstört sind. Wir haben hier Schubläden. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so, naja, es geht nicht um mich. Es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Jetzt ist die Frage, ist das ein Brief an uns gewesen oder ein Zettelchen an uns gewesen oder an wen anders? Also an unsere Frau zum Beispiel. Oder Verlobte. Hier ist nix. Ich will es ein bisschen ruhiger angehen. Ich lass mir Zeit. Abgeschlossen, natürlich abgeschlossen. Da ist also bestimmt was drin. So, wir haben hier das schmutzige Klo? Ne, nicht wirklich. Das ist überlaufen, würde ich sagen. Jetzt habe ich heißes Wasser dazugegeben. Na toll. Oder kaltes, je nachdem. Ja, dann machen wir halt so. Das sind wir. Wir sind gar nicht, obwohl. Ja, man erkennt es leider nicht so genau. Wer hat mir da links geschrieben? Es ist immer, wenn ich aufnehme, dann werde ich angeschrieben. Ein Momentchen bitte. Na komm, zeig mir doch mal, dann leck mich doch. Firma Achillesprothesen. Einmal Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten sie bloß die Länge versauen? Ja. Was haben wir hier? Man merkt ja auch schon, wir humpeln leicht. Was haben wir hier? Rattengift. Licht. Ach Mensch, wir haben hier Licht im Spiel. Das ist ja toll. Das ist ein tolles Spiel. Ganz, ganz viel Licht. Ganz viel Licht ist immer gut. Ich habe schon... Oh, noch mehr Licht. Was haben wir denn hier? Parfüm. Okay. Ich schätze mal nicht für uns. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal nochmal ganz schnell hier. Haben wir aber helles. Ein helles Blitzchen. So, was haben wir denn hier? Getrocknete... Irgendwas. Farben. Goldrosa, gebranntes Umbra und Sienna. 25 Pinsel, 50 Lufterfrischer, 10 Kilo Äpfel und 30 mal Schnaps. Ich glaube, wir haben ein Alkoholproblem. Paprika, Sugar. Eine jaulende Frau. Hier ist wohl nichts. Irgendwas passiert ja gleich. Irgendwie werde ich gleich angesprungen von hinten oder so. Und verjag mich total. Dann ist das Licht wieder irgendwie ganz, ganz falsch eingestellt. Guck mal, ich kann drücken. Kann ich da eigentlich mit Sachen interagieren? So wie zum Beispiel in Soma? Nein, kann ich nicht. Dann dachte ich mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon. Jeps. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Ganz viel Schnappes hier. Der hier einfach so rumliegt, kaputt. Ich muss ja gucken, ich glaube, am besten gar nicht mehr rein war. Da ist so eh nichts mehr drin. Und ich mache es trotzdem auf. Na gut, gehen wir mal hier rein. Ich glaube, Layers of Fear wird auch so ein Spiel sein. Schlimmer als Soma, von wegen, dass ich nicht so viel aufnehmen werde auf einmal. Sondern eher ein Part und dann mal gucken. Das heißt, nicht wundern, obwohl das habe ich auch bei Soma gesagt, nicht wundern, wenn dann mal ein Tag oder zwei Tage oder drei Tage nichts kommt oder kein Part kommt und dann halt erst später. So, jetzt wollte ich mal ganz schnell schauen hier. Aha. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine kleine Abstellkammer. Ich drücke andauernd F wegen Licht. Aber haben wir natürlich nicht.
Little Vinny and Partner, haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825. Schnell, effizient und diskret. Rattenfallen. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, die wären schon deaktiviert. Aber hätte ich vielleicht mal vorgucken sollen. Guck mal, da ist ja auch noch eine und da ist und überall. Sag mal. Man kann es aber auch übertreiben. Was haben wir hier? Noch eine Rattenfalle. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein, ne? Hat die ja gesagt, von wegen, du brauchst einen Schlüssel. Wir könnten nach unten gehen. In den Keller, der gerade sehr, sehr dunkel wird auf einmal. Hallo, kleiner Freund. Ja, ein Zeugnis. Lesen 3453, schreiben 423 und so weiter und so weiter und so weiter. Sport vom Unterricht entschuldigt. Mhm. Nicht ein super Zeugnis. Aber gut. Ugh, Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Ich glaube, hier unten gibt es noch nichts wahrscheinlich. Alles noch sehr, sehr ruhig hier. Was ich nicht schlimm finde. Was ist das? Das erkenne ich gerade gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie hell das jetzt in der Aufnahme ist, weil bei mir ist es noch relativ dunkel. Ein Uja. Ist das nicht das DLC eigentlich? Ich will das nicht. Machen wir mal Hallo. Ha, achso. Geht gar nicht. Ich möchte hier wieder raus. Ich wollte hier noch gar nicht rein. Und da sagte Gail in einem Hauch. Das ist ein Geisterbrett. Los, kommt her, wir probieren es aus. Es wird schon nicht schief gehen. Wie sollte es auch? Indem ich hier aus Versehen reingegangen bin. Ja, wollte ich ja jetzt wirklich nicht. Deswegen, ich komme hier auch nicht mehr raus, ne? Scheiße, ich will das doch gar nicht. Wow. Da ist so ein Pfeil nach unten, aber ich konnte da nichts machen. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt einmal kurz schneide und dann sehen wir uns wieder im eigentlichen Spiel? Weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich der DLC, den wir gerade hier anfangen und den möchte ich ja nicht anfangen. Vor allem habe ich den gar nicht, deswegen wundert es mich. Obwohl, keine Ahnung, ist glaube ich nicht an. Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gehört nicht zum Spiel. Nicht zum eigentlichen Spiel, deswegen bis gleich. So, da sind wir wieder. Diesmal, wie gesagt, werde ich nicht in den Keller gehen. Nicht, wenn wir es nicht vom Spiel, vom Hauptspiel aus müssen. War jetzt blöd gelaufen, ganz ehrlich. Ja. Hätte ich zwar jetzt natürlich wegen dem ersten Blatt, klar. Aber ich kenne es ja nicht. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich habe es nur mal kurz gesehen und es ging nicht so los, dass man da unten im Keller dieses Geisterbrett nutzt. Und deswegen habe ich mir davon wegen, gehen wir ganz schnell zurück. Wer ist das? Sind das wir vielleicht? Warum haben wir uns denn weggekrotzt? Ein Bourbon. Superior Old Bourbon Whiskey. Lecker. Habe ich auch schon lange nicht mehr getrunken. Aber ich darf ja nicht mehr mit Weh trinken. Mir wurde es ja verboten. Mehr oder weniger. Jo, dann gehen wir mal nach oben, wie gesagt. Und, was haben wir denn hier? Notenblätter. Standard. Ja, ist ja gut. Hab schon verstanden, ich soll nicht weiterspielen.
Wieso werde ich immer in Aufnahmen angeschrieben? Immer in den Aufnahmen. Ja, jetzt werde ich auch noch zugespammt. Das geht ja richtig los hier. Weil das ist ja auch meine Stoppuhr. Deswegen liegt die immer so vor mir. Und, ja. Kann ich hier vielleicht irgend... Achso, das war eine Pflanze. Oder ist eine Pflanze. Licht an. Hi. Oh, noch mehr Licht. Ja, super. Oh, ich liebe das Spiel. Es macht ganz viel Licht. Oder es hat die Möglichkeit, Licht zu machen. Also, die Möglichkeit ist... also, ihr wisst schon. So. Ein Stück Holz. Ein Schlüssel. Das ist doch der Schlüssel für unseren Arbeitsraum. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Das ist jetzt blöd, dass es natürlich so ein bisschen doof geschrieben war. Ah. 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 Hm. Das ist keine gute Kindergeschichte mehr. Zumindest die Geschichte ist wahrscheinlich immer noch gleich, aber das war jetzt ein bisschen, naja, anders. Ja, wie auch immer. Mein lieber Freund. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Wahrscheinlich das, was wir gerade gesehen haben. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieses verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brickstone, Verlagshaus geflüsterte Geschichte. Ja, also wie ich doch schon vermutet hatte, dass, hätte halt auch sein können, dass er das einfach für sich malt oder so. Kann ich das irgendwie? Nein, ich kann auch so gar nicht interagieren hier irgendwie. Ach, was war das Glas? Noch mehr Licht. Und noch mehr Licht. Wer hängt sich bitte so ein Bild auf? Mit einem normalen Gesicht wäre es vielleicht was anderes, aber doch nicht mit so einem pelzigen Babygesicht. Chewbacca. So. Da haben wir ein Kinderzimmer, glaube ich. Ja. Ansonsten malte auch gerne mit solchen Buntstiften hier, solchen Wachsmalstiften. Also klar, ein bisschen kann man interagieren, aber nicht viel. Mama, Papa und Kindchen. Also wir sind also schon ein wenig weiter in der Geschichte, in der Zeit. Wir hatten ja erst gelesen von den Verlobte und wir kriegen Zuwachs, aber das sieht ja schon eher danach aus, als wenn, vor allem wenn es schon malen kann. Also so malen kann. Dass wir da schon ein wenig weiter sind. Oder das Kind weiter ist. Oder das Kind sehr, sehr begabt ist. Das kann natürlich auch sein. So direkt rausgeschossen und schon am Malen. Sonst ist hier nichts? Nö. 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 Außer diese hässlichen, gruseligen Puppen. Gut, wir machen mal lieber zu. Zu viele Räume zu erkunden, zum Erkunden. Das ist bestimmt nur wieder Alkohol. Habe die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Wieso ist das jetzt angegangen? Naja, klar, Horror. Horror, warum frage ich eigentlich? Was haben wir denn noch? Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern.
Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußert sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Es war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von, sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes. Er sagte ja. Er bereut die Aussage. So. War das Bett gerade eben schon so hoch? Ja. Ich sage, ein kleines Alkoholproblem. So ein, zwei Fläschchen zum Einschlafen ist schon okay. Aber nicht mehr. Das ist ein Eins, das ist auch kein Doppelbett. Oh, mein Krückstock. Dr. House. Bitte kommen Sie zum Saal. OP, wie auch immer. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Noch mehr. Galactics große Öffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuem Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Öffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactics, Ronald Schiffels, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Wow. Ein Spiegel. Ein kaputter Spiegel. Ein Müll. Müll. Hier ist nix. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Arbeitsbereich. Denn ich glaube, da fängt das auch alles erst an. Hier ist natürlich abgeschlossen, das war so klar. Man will da auch gar nicht rein. Warum will man da rein? Es könnte ja auch Blut sein. So, richtiger Schlüssel? Richtiger Schlüssel. Ding dong. Mach's diesmal richtig. Ein bisschen Werkzeug. Ein bisschen kaputtes Werkzeug. Aha. Gut. Mal wieder Aluhol. Und schon wieder Aluhol. Ah, was haben wir denn da? Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Ja, ich glaube, die wollten nicht mehr reden. Ich glaube, da ist es eher so ein bisschen Ehekrise. Oder eher so in der Krise von wegen... Ja, halt. Meine Nase juckt. Oh. Knack. Ach, siehste. Hab ich ganz übersehen. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Weil es nicht fertig ist. Ja. Haben wir die Tür nicht zugemacht? Ich habe keine Ahnung. Würde ich sagen, gehen wir doch mal raus, oder? Ach nee, hier haben wir noch was.
Verloren, du verdienst es, beende es. Verloren, du verdienst es, beende es. Was ist denn? Achso, das war gerade eben das Laken, was wir runtergezogen haben. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz schauen. Kann ich hier einfach speichern? Nee. Muss ich darauf irgendwie achten, dass hier irgendwie so eine Speicherknöppel kommt? Keine Ahnung. Hallo? Mach auf. Was war das denn? Hallo, hallo. Okay. Jetzt will ich schon nicht mehr. Jetzt werde ich automatisch super doll angespannt. Weil jetzt fängt es nämlich an, der ganze Scheiß hier. Ja. Ich klatsch mal die Tür zu. Ruckel. Ruckel, ruckel. Warum hat's geruckelt? Was ist kaputt gegangen? Was will mich jetzt erschrecken? Pfeifen. Du Pfeife. Knapp außer Reichweite. Wirklich? Ich mag jetzt schon nicht mehr. Wir gehen im Kreis? Nicht wirklich. Ein Bildchen. Ich glaube, das ist unsere Frau und es wird wahrscheinlich auch die Pianistin sein. Fetzen von Liebe. Die Errungenschaft erhalten. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, bei Resident Evil also seht ihr die Errungenschaften. Also sich im Kreis drehen. Ich muss nur länger runterhangen. Angespannt. Ich weiß nicht, ob ihr die Dings hier seht. In Zoom habt ihr sie zum Beispiel nicht gesehen. Und warum auch immer. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich brauche mal Licht. Ich habe das Spiel gerade eben so richtig gelobt von wegen. Hey, es ist so viel Licht da und nimm mal die Kerze in die Hand wenigstens. Und guck da mal rein. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes. Nein, 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 nein. Wer bist du? Was? Zahlen. Zahlen. 4, 8, 5. Ah. 4, flüstern, 5. Das ist die Frage, ob der Code immer gleich ist. Was? Die Vergangenheit hält zurück. Sieh genau hin. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Das ist ein schöner Ring, würde ich jetzt sagen. Willst du nicht mitnehmen? Vergesse niemals. War die Tür gerade eben schon da? Waren die Dinger vorher auch schon da? Ich komme hier komplett. Das macht mich kaputt, das Spiel. Jetzt schon. Pampe. Also Farbpampe. Auch Farbe genannt. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Ja. Nö. Das kann ich nicht lesen? Sieht eigentlich so aus, als wenn man es lesen könnte. Aber anscheinend nicht. Ja gut, dann gehe ich einfach wieder zurück. Okay, ich gehe nicht zurück. Lass mich raten. Genau. Hör auf zu schaukeln.
hast in meinem Studio rumgestaffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Sonst ist hier nichts. Dachte ich eigentlich den Schnipsel da unten. Obwohl, kann ich mich ducken oder so? Nein, kann ich nicht. Und wenn doch, dann weiß ich nicht, welche Taste. Danke, dass du aufhörst. Hey! Ach so, geht nicht. Also, das ist kein schönes Bild. Ja, warum? Warum versuche ich eigentlich die Tür aufzuhalten oder zuzumachen? Geht ja eh automatisch immer zu. Gibt's hier Licht? Nein. Du kleiner Hirschemann, du wirst mir doch nicht böse sein, wenn ich nix mache, oder? Was haben wir denn da? Nix. Das ist ein schöner Effekt. Ich will das gar nicht angucken. Eine Puppe. Ich hasse Puppen. Hi. Hallo. Ich bin irgendwie runtergefallen. Ich bin wieder im Keller. Oder? Wow. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was anderen einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken, nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagt einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Wir sind ein Wanderer. So einer Scheißer hier. Ich gehe einfach raus. Okay, ich gehe einfach raus. Was ist das für eine Tür? Ach. Das kannst du von mir aus gerne mit dem, mit der Puppe machen. Da habe ich gar kein Problem mit. Und wieso bist du jetzt? Du warst doch gerade eben da unten. Ach, ich frage am besten gar nicht. Irgendwas passiert erst, wenn ich mich umdrehe. Oder auch nicht. Hätte klappen können. Sie hätten mich auf jeden Fall gehabt. Kann ich wieder raus? Selber. Now a tiny bit to the left. Yes. Just like that. Oh. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Oh. Yeah, okay. Okay. Hä? Ach, das Bild ist... Ah, ich dachte, das Bild ist einfach nur runtergefallen. Kann mal gespeichert werden, bitte. So viel zum Thema Rattenproblem. Die beseitigen sich auch selber.
Da! Ah! So. Jetzt hat sie mich doch erwischt. Da ist was. Da. Ich kann mich nicht bücken. Naja, mit dem Knie auch kein Wunder oder mit dem Bein. Obwohl, ist wurscht. Tut mir leid. Was soll ich denn hier jetzt? Soll ich hier irgendwas machen? Muss ich hier irgendwas machen? Oder soll ich mich einfach nur erschrecken lassen? Soll ich die Kerzen anzünden? Soll ich? Ich gehe einfach wieder raus. So. Der Wind. Ich versuche jetzt einfach mal zu sagen, oder ich sage jetzt einfach mal von wegen, das hat hoffentlich gespeichert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Layers of Fear wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.